Naja, gut, ist uns der Einstieg gelungen. Zweiter Teil. Jetzt kommen bloß noch Tricks und Kniffe. Es gibt davon ganz viele, will ich euch aber nicht mit langweilen. Das ist praktisch der zweite Teil des Videos. Das geht so. Beispiel. Nehmen wir mal an. Ach nee. Nehmen wir mal an. Erste Gleichung heißt meinetwegen 4x plus 5y ist gleich 2 und die zweite heißt zum Beispiel 6x minus 7y ist gleich 3. Was machen wir jetzt? Jetzt sind wir ja ein bisschen angeschmiert. Jetzt kommt einer der einfachsten Tricks, damit wir das hier wieder machen können. Entweder das hier, indem wir eins ins andere einsetzen, oder anderer Trick, indem wir sagen, wenn beide gleich y heißen, dann sind wir ja schön raus, dann kann man gleichsetzen. Also, was könnte man hier machen? Diskutieren wir es kurz. Ich wiederhole, göttlich, genau. Ich sage einfach, damit ich das gleichsetzen kann, nehme ich die ganze Gleichung hier, die ganze. In diesem Fall, ich will mal die x gleichsetzen, ich könnte es auch mit y machen. Ich nehme das Ganze einfach mal 6 mal 6, die ganze Gleichung. Und das nehme ich einfach alles mal 4. Warum? Weil nämlich Folgendes entsteht. Ich muss jedes einzelne Glied mal 6 nehmen. 6 mal 4 sind 24x. 6 mal 5, das sind 30y. Ist gleich 6 mal 2, 12. Mal sehen, wie die neue dann aussieht, die andere. 4 mal 6 sind 24x. 4 mal minus 7 ist minus 28y. Und 4 mal 3 ist 12. Achtung, ich wäre jetzt schlecht beraten. Also ich habe jetzt hier, Moment, ich habe jetzt hier 12 ist das und 12 ist das. Wenn ich jetzt die beiden Gleichungen gleichsetze, habe ich noch nicht gekonnt. Denn dann habe ich auf beiden Seiten wieder mehrere Variablen stehen. Das bringt mir jetzt nichts. Aber es gibt einen weiteren Trick. Achtung. Also wenn ich die beiden gleichsetzen würde, ne, die erste und die zweite, weil die beide 12 wert sind, dann habe ich immer noch 24x plus 30y. Und auf der anderen Seite immer noch x und y. Da komme ich nicht weiter. Aber jetzt kam der göttliche Vorschlag. Wir stellen um. Und zwar, wir stellen so um. Nach x. Nach x umstellen. Und hier auch nach x umstellen. Das machen wir jetzt gleich auf der nächsten Zeile. Wir haben schon mal umgestellt. Jetzt steht 24x gleich dies und 24x ist gleich das. Das ist schön. Ich könnte noch alles durch 24 teilen, da wäre ich aber schlecht beraten. Wozu? Wenn 24x das wert sind, also 24, nee, jetzt mache ich es mal in grün. 24x ist schon das wert und 24x ist auch das wert, das ist doch prima, dann kann ich jetzt gleichsetzen. Dann muss ich nicht erst durch 24 teilen. Ich habe mir hier nichts ausgedacht, das war jetzt ein Zufall, dass es das gerade mal so schön gepasst hat. Wir nehmen jetzt einfach an und sagen, na und, warum alles durch 24 teilen? Muss nicht sein. Demzufolge kann ich jetzt sagen, ich führe die beiden Gleichungen zusammen. Also die erste mit erster Variante ist gleich der zweiten mit erster Variante. Mit Index, dann sieht man das. Und das sieht so aus, dann kann ich sagen, 12 minus 30y ist genauso wie 12 minus 28y. Und jetzt kommt der Tippeltappelturweg, dafür mache ich wieder eine Pause. Wenn ich das jetzt so gelöst habe, ich habe jetzt mal die Regiestriche weggelassen, tralala, dann müsste 0 gleich y sein. Wie kriege ich jetzt das x raus? Ganz einfach, indem ich wieder eine Gleichung, jetzt muss ich doch eine von beiden nach x umstellen und dann kann ich loslegen. Also, jetzt könnte man auch noch hier dran rumkürzen, können wir machen, aber es ist in diesem Fall nicht nötig, weil wir in diesem Fall, weil wir y schon 0 haben, das heißt, hier hinten der ganze Term wird 0. X ist demzufolge 1/2, ne? 1/2. Ich mache das nochmal gestrichelt. Minus 30, 24 mal 0. Deswegen, das fällt weg hier hinten. Also, jetzt hätten wir beide Werte. Jetzt kommt die sogenannte Probe und dann haben wir es. Achtung, ich muss den Rotstift ansetzen. Vor lauter Freude habe ich falsch umgestellt. Wenn ich das umstelle, müssen hier ein plus 28y sein. Das heißt hier auch. So, und wenn wir jetzt gucken, was daraus wird. Natürlich, vielen Dank. Ich habe Mist gemacht, also ich habe das wie folgt korrigiert. Dann heißt das hier plus 58y. Zum Glück hat sich hier aber an der Lösung nichts geändert, weil die 12 rüber und dann durch 58 geteilt bleibt eine 0. Haben wir Schwein gehabt. Ich habe Mist gemacht, tut mir leid. Die Probe heißt letzten Endes nichts weiter, als die originale Gleichung zu schnappen.
4 mal 1,5 plus 5 mal 0 soll 2 sein. Stimmt das? Probieren wir. 4 mal 1,5 ist 2 plus 0 ist gleich 2. Wir haben richtig gerechnet. Das können wir jetzt auch noch mit der anderen machen. Das heißt, dadurch, dass es richtig ist, können wir jetzt schon mal davon ausgehen, das war in Ordnung so. So, liebe Leute, danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche eine schöne Pause. Danke.